Und jetzt zu einer Idee, wie sie vor ihm noch keiner hatte. René Wadas ist Deutschlands einziger Pflanzenarzt. Das heißt, er behandelt kranke Pflanzen, indem er die passende Medizin dazu entwickelt, auch aus Pflanzen. Sein Buch darüber ist ein Bestseller geworden und jetzt hat er sogar ein Pflanzenkrankenhaus eingerichtet. In einer alten Gärtnerei in Kissenbrück, nahe seiner niedersächsischen Heimat Börsum im Landkreis Wolfenbüttel. Zweimal pro Woche ist dort Sprechstunde und Antje Schmidt hat sich das angesehen. Der Nächste, bitte. Ja. René Wadas ist einer, der genau weiß, wie man Pflanzen wieder gesund macht. Heute ist zum ersten Mal Sprechstunde in seinem Krankenhaus. Also, die sieht, also hier kann man das schon mal ganz toll sehen. Also im Großen und Ganzen sieht man schön, wie grün die hier sind. Das ist wirklich gut. Ja. Also die müssen wir auch gar nicht umtopfen. Die schneiden wir jetzt einfach ab. Der Gärtner gibt gerne Tipps, unkompliziert und so, dass sie jeder anwenden kann. Und wenn so ein Blatt da ist? Ja, ich habe schon ein paar abgemacht. Abmachen. Und warum ist das so? Zu wenig Dünger. Ehrlich? Ja. Okay. Wie oft? Ich habe die ein halbes Jahr. Ja, genau. Jede Woche beim Tauchen immer ein bisschen Dünger geben. Okay. Ja, dass die Dünger bekommt und dann wird die auch austreiben. Schon am ersten Tag strömen die Patienten. Der Pflanzendoktor ist mittlerweile berühmt, nicht nur in Kissenbrück, sein Buch ein Bestseller. Alles, was ich hier mache, ist kostenlos. Die Leute können hierher kommen und dann helfe ich den Leuten und das ist hier wirklich kostenlos. Weil natürlich, wenn ich Hausbesuche mache, das sind die Privatpatienten. Der nächste Patient, ein kränkelnder Buchsbaum. Die Diagnose, Frostschaden. Da hilft kein Dünger, nur Geduld. Also hier kann man wirklich nichts anderes machen, als sich wirklich hinzustellen und immer jetzt das Trockene hier so ein bisschen rauszuschneiden. Ja, und dann hoffen, dass das Grüne hier, man sieht ja hier das Grün, das ist ja noch frisch, das ja, wächst noch, dass der wieder ein bisschen durchwächst. Ja? Also das ist halt das Einzige, was man machen kann. Einmal noch Kaffee? Während der Buchsbaum weiter versorgt wird, betreut Ehefrau Sonja die Wartenden in der Notaufnahme, versorgt die Damen, die sich seit fast 2 Stunden hier aufhalten, mit Leckereien. Die meisten hier kommen aus der unmittelbaren Nachbarschaft und sind auch zum Klönen hier. Dankeschön. Das gehört dazu. Man muss ja wissen, was im Dorf passiert. Erzähl du mal, wen also, deiner? Mama hat gesagt, der hat Blattläuse. Der hat Blattläuse, ja. Diesmal, da wollte ich mal wissen, ob du dich damit auskennst. Und das stimmt auch, wenn man das genau guckt. Guck mal, hier siehst du nämlich alle ganz, ganz voll mit Blattläusen. Siehst du? Benedikt hat zu seiner Erstkommunion im Frühjahr einen Apfelbaum geschenkt bekommen. Er macht sich Sorgen, dass sein kleiner Baum eingeht. Doch der Pflanzendoktor beruhigt, Blattläuse sind keine schwere Krankheit, können mit einfachen Mitteln behandelt werden. Hier hilft ein selbstgebrauter Saft. Guck mal, wenn du da kannst du mal dran riechen. Riech mal dran. Kannst du da was riechen? Willst du auch mal riechen? Das riecht nach Essig. Nee, das riecht nicht nach Essig. Tatsächlich ist es ein Sud aus Zwiebeln, Knoblauch, Wasser und Öl. Damit ist der Baum schnell wieder fit, verspricht der naturnahe Doktor. Für jedes Zipperlein ist ein Kraut gewachsen, so ist es auch bei den Pflanzen so. Was wir nur brauchen, ist halt ein bisschen mehr Geduld. Das heißt also, die Chemie macht es vielleicht ein bisschen einfacher und alles ein bisschen schneller. Aber wir wissen selbst, dass das nicht unbedingt immer gesund ist. Aber die Pflanzen machen das also auch gut. Man braucht einfach nur ein bisschen mehr Geduld. Ich finde das ganz toll. Weil es ist ja schade, viele Pflanzen schmeißt man weg, weil sie krank sind, weil sie irgendwie, dabei könnte ihnen wirklich noch gut geholfen werden. Und es sind ja auch Lebewesen, die man erhalten möchte. Am besten wäre, wenn sie zu Ihnen käme. Ja, also ich glaube auch, die würde ich jetzt erstmal stationär aufnehmen und würde sie wieder aufpäppeln. Sehr pflegebedürftige Patienten dürfen auch hier bleiben, im Krankenhaus. Die Fuchsie wird für kleines Geld, verspricht der Doktor, so lange gepäppelt, bis sie neue Kraft hat.